Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Nostalgie-Tag. Ja, ich wurde mal wieder getaggt, ja, und es war der liebe Slane McWhirst, der mich getaggt hat. Vielen Dank an den lieben Slane. Ja, es gilt mal wieder 10 Fragen zu beantworten und das werde ich jetzt mal versuchen. Ich versuche es einfach mal. Frisch, fröhlich, frei von der Leber weg. Nicht ganz, ich habe mir ein bisschen ein paar Notizen schon gemacht. Also, die erste Frage. Was war dein erster Lieblingsfilm? Ja, glaube ich, habe ich schon mal in irgendeinem Tag gesagt. Es war tatsächlich E.T. Und E.T. war dann auch der erste Film, den ich mir selbst gekauft habe. Damals auf VHS, wie ich schon mal sagte. Welchen Film, zweite Frage, hast du als Kind gesehen? Also welche Filme hast du als Kind gesehen, die du garantiert nicht hättest sehen dürfen? Ach, das fing eigentlich, mich juckt schon wieder die Nase. Also wie gesagt, also irgendwas, jedes Mal, wenn ich ein Video mache, juckt mich die Nase. Es fing an, da war ich so 7 Jahre alt mit den Edgar Wallace-Filmen. Einen Film habe ich da überhaupt nicht vergessen, das war der Hund von Blackwood Castle. Der hat mich so dermaßen erschreckt, liebe Leute, das kann ich euch gar nicht sagen. Ja, da war ich so 7 Jahre alt. Ich durfte die damals sehen, weil meine Mutter scheinbar selber Schiss hatte, die abends zu sehen, wenn mein Vater auf Nachtschicht war. Deswegen durfte ich dann immer mitgucken. Ja, so war das. So mit circa 14 Jahren fing es dann an mit den Zombie- und Kannibalenfilmen. Die hatten sich meine Eltern dann aus der Videothek geliehen. Die habe ich allerdings nie alleine gesehen. Die habe ich immer mit meinen Eltern oder mit mindestens einem Elternteil zusammengeschaut. Also alleine niemals. Dritte Frage. Hast du als Kind jemals einen Film aus Angst ausgemacht? Nein, habe ich nicht. Ging auch gar nicht, wie ich schon bereits sagte, habe ich diese Filme mit meinen Eltern geschaut und ich kann ja schlecht vorne hingehen und Fernseher oder Videorekorder oder was auch immer ausmachen. Ich hatte eine andere Technik. Wenn mir das Ganze zu gruselig wurde oder ich richtig Angst hatte, ich hatte damals unheimlich Angst vor diesen Zombies, ich habe nach den Filmen mein ganzes Zimmer durchsucht. Ich schwöre euch, ich habe unterm Bett und im Kleiderschrank geguckt, ob da nicht ein Zombie steht. Das war richtig krass, das kann ich euch sagen. Aber die andere Taktik war, ich habe mir immer die Augen zugehalten, wenn irgendwas war, mal so ein bisschen gespinkst. Kennt ihr das? Habt ihr das auch gemacht? Das war so mein Stil. Echt verrückt. Ja. Vierte Frage. Welches Filmjahrzehnt würdest du gerne mal zurückreisen? Ja, also die Frage erübrigt sich eigentlich für mich. Die besten Horrorfilme gab es meines Erachtens Ende der 70er und der 80er Jahre. Und dahin würde ich dann gerne mal zurückreisen, um mal richtig nochmal gute Filme zu sehen. Viele dieser Filme, die damals in den 80ern ja rausgekommen sind, sind heute out of print. Die gibt's gar nicht auf DVD oder Blu-ray oder was auch immer. Und das finde ich richtig schade. Frage 5. Warst du mal in einen Film bzw. Darsteller verknallt? Ja, war ich. War ich. Ich war damals total verknallt in Dirk Benedikt. Ich weiß nicht, ob der Schauspieler euch irgendetwas sagt. Das war einer der Hauptdarsteller in dem Film Kampfstern Galactica. Ja, und in Pierre Brice war ich natürlich auch verliebt. Ne? Wie jedes Mädel wahrscheinlich irgendwann mal. Frage 6. Gibt es einen Film, für den du dich schämst, dass du ihn mal toll fandest? Also ehrlich gesagt, nee. Toll fandst, also ich habe mich geschämt, sag ich damals, als ich das erste Mal Serbien Film gesehen habe und den mit einem Freund zusammen geguckt habe, der ihn noch nicht kannte. Und ich habe gedacht, was denkt er von mir, dass ich mir solche Filme ansehe? Aber da er ihn dann selber ziemlich gut fand, hatte sich das auch schnell erledigt. Frage 7. Welchen Film aus deiner Kindheit kannst du dir heute auch noch immer wieder anschauen? Ja, also so zum Beispiel Filme wie Tanz der Vampire mit Roman Polanski
Und Sharon Tate, Winnetou kann ich mir auch immer wieder ansehen. Ja, muss ich leider gestehen. Ja, und es tut mir leid, das passiert auch einmal im Jahr, schaue ich Sissi. Ja, eure ganz krasse Cassandra schaut auch solche Filme. Ja, ist vielleicht mal gut, wenn ihr das auch mal wisst, ne? Frage 8. Welcher Held, Heldin aus einem Film, einer Serie wärst du gerne gewesen? Ja, das kann ich ganz leicht beantworten. Ich wäre gern die Rilana aus Apat der Zigeuner gewesen. Sagt euch diese Serie noch was? Apat der Zigeuner geht schon am Titel heraus. Er war ein Zigeuner und Rilana war seine Liebste. Ja, hat mich sehr fasziniert. War so eine Abenteuerserie damals. Fand ich richtig toll. Kannst du dich noch an die Texte, die Openings deiner Lieblingsserien von damals erinnern? Beweise es auch gerne singend, um Gottes Willen. Nee. Also an die Musik von Apat der Zigeuner oder da gab es auch Firbecks Neues Land mit Oliver Tobias oder König Arthur mit Oliver Tobias. Das waren ganz tolle Melodien, aber die wiedergeben? Nee, das kann ich beileibe nicht. Welche Melodie immer noch zu meinen Lieblingsmelodien gehört, ist die Winnetou-Melodie. Die könnte ich jetzt auch anstimmen, aber das tue ich natürlich nicht, denn ich singe ausschließlich privat, liebe Leute. Frage 10. Gibt es einen Film, der für dich eine ganz besondere Bedeutung hat oder der eine ganz besondere Bedeutung für dich hat. Anders formuliert, ja, den gibt's. Und zwar ist das der Film E.T. Und er ist deswegen für mich ein besonderer Film, weil ich da meinen Vater das erste Mal weinen gesehen habe. Ja, tatsächlich das erste Mal. Und das ist so etwas, das kann ich überhaupt nicht vergessen und das wird mir für immer in Erinnerung sein. Rest in Peace, lieber Daddy. Ja, meine lieben Leute, das waren die 10 Fragen schon. Das ging ja schneller, als ich dachte. Naja, gut. Jetzt ist es an mir zu taggen. Und ich tagge. Ich weiß natürlich großartig noch nicht, ob diese Leute schon getaggt sind. Ich glaube, die Film-Fucking-Freaks sind inzwischen alle getaggt, gehe ich mal von aus. Also versuche ich's mal. Ich tagge den Silentium 141. Lieber Silentium, du bist getaggt zum Nostalgie-Tag. Dann tagge ich den Mindfuck-Movies. Auch du kannst dich getaggt fühlen, mein Lieber. Und ich tagge last but not least den Movie Nick, den lieben Niklas. Auch du bist getaggt, mein Lieber. Ja, liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich sage bis bald, eure Cassandra. Ciao, ciao.